Herzlich willkommen zur 60. Folge hier bei The Infected und ich flüchte mich mal lieber rein, denn draußen hat ein später Schneesturm begonnen und minus 36 Grad sind ja eine Ansage, ne? Nichtsdestotrotz kurz mal gucken. Wir können Eisen reinschieben. Ich freue mich schon irgendwie auf den Winter. Ich mag den Winter. Es sei denn, ich muss Auto fahren, dann mag ich ihn natürlich nicht so. Nee, erstmal wieder rein, aufwärmen. Was sind die Ziele für diese Folge? Eigentlich warten aufs Frühjahr, aber das sieht ja im Moment nicht ganz so aus. Nee, aber wir können hier nochmal eine Fuge Glas machen. Dafür brauchen wir nochmal vier. Wie ist die Stromversorgung jetzt, wo wir weniger... Das reicht aber immer noch aus. Wir haben ja jetzt 11 Windturbinen und die sorgen halt schon für ziemlich kontinuierlichen Strom. Deshalb mag ich die Windturbinen eigentlich auch. Gut, das ist durch. Dann jetzt den Sand rein. Schnell die Eisenbarren hier hin. Das sieht ja echt grau aus. Du musst auf jeden Fall rearrangiert werden. 18, nee, nicht 18, 13. Das kann man sehen. Der einsame Alubarren, der da liegt. Aber ansonsten hatten wir... Oh nee, wir haben einen Kobalt hier sogar noch. Ich hätte auch gerne mal wieder so einen richtigen Winter, so richtig schön knackig. 2 Monate bei minus 15, aber solche Aussagen zu treffen bei der nicht ganz so sicheren Versorgung ist natürlich auch halt lieber ein Randpalzi. Zu warm. Okay, dann bleiben wir ein bisschen draußen stehen. Ist ja auch okay, bei minus 36 Grad. Hier drüben dürfte aber nichts anhaben. Dann gucken wir hier mal wieder. Das war wieder Sand. Ich glaube, das lohnt jetzt hier nicht. Also ich werde jetzt nichts weitermachen außer Sand ein.
Oder ist jetzt vorbei? Sand einschmelzen. Ich nehme euch mal raus. Bis gleich. Ja, liebe Leute, da bin ich wieder. Es hat aufgehört zu schneien und wir sind im März. So, und ich habe hier mal was vorbereitet. Ne, wir fangen jetzt gleich an mit der Aussaat. So, dann die hintere Reihe Gurke. Dann kommt der Mais. Dann noch dreimal Wassermelone. Hier Kürbis, davor mit Melone. Und dann darf es bitte auch anfangen zu regnen. So, hervorragend. Das hätten wir. Wir haben jetzt 5 Uhr. Hier war irgendwas am Laufen noch, und zwar Eisen. Aber Eisen ist dann voll. Könnte eine dritte Glaskiste anfangen, weiß aber ehrlich nicht wofür. Das heißt, wir machen dich jetzt erstmal aus. Die Regale sind voll. Du könntest mir Regale basteln, falls. Ja, könnte ich. Hast recht. Nochmal Eisen. Meine, ansonsten haben wir nichts einzuschmelzen weiter. Wie sieht denn das Eisenbrockenmäßig aus? Lohnt aber auch nicht. Du läufst. Was hast du? 120 Sand. Bist du passen. So halbwegs zumindest. Ja, nicht ganz. Dann packen wir dich vorerst mal da rein. Wir könnten ja mal gucken, ob wir noch ein bisschen was verbessern. Gib mal das Verbesserungswerkzeug her, nimm's raus. Hier waren die Fenster schon abgegradet. Eine Tür kostet 8 Eisenbarren. Ein Fenster 2. So. Damit das Lager auch sicher ist. So, 8 Eisenbarren. Dann können wir doch wieder schmelzen. Dann können wir das Ding auch noch mal anwerfen. Alles finden wir, okay. Das war das Lager. Hier geht es erst langsam wieder los. Wir müssen auch langsam in die Zementproduktion. Was kostet denn so ein Zement? Mischer. 4 Elektrik, 4 Mechanik, 20 Eisenbarren und 10 Schrauben.
den jetzt erstmal hier hinstellen. Steck mal weg. 4 Elektrik, 4 Mechanik. 4 Mechanik sind einfach. Fangen wir doch damit einfach mal an. Eisenbarren, 10 Schrauben. Schrauben haben wir nicht mehr genug. Einmal bald gleich. Eisenbarren, 4 Elektrik. Eisenbarren, 10 haben wir ja drüben noch. Haben wir schon wieder genügend Eisenbrocken hier? Oder ist hier noch was drin? Nee, du hast leer. Also Sand brauche ich nicht. Läuft da überhaupt alles? Oder hatte ich hier über Nacht was ausgestellt? Ne, hier läuft's. Okay. Reicht das für eine Fuhre Eisen? Jawohl. Das ist dann aber auch die letzte. Viermal Elektrik. Dazu brauchen wir Plastik. 2 hätten wir noch. Wir können aber auch vorne mal gucken gehen. Ach, Stöckchen brauche ich ja gar nicht mehr. So, hier kannst du alles nehmen. Kann auch raus. Denn die Stöckchen haben schon überhaupt keinen Platz mehr. Steine packen wir hier rein. Was hatten wir jetzt noch? Ach, das. Das reicht genau für Balk. Haben wir hier noch Fasern drin? Ja. Nicht Fasern, Rindenmulch. Wir brauchen 25. Dann die 15. Du bist noch nicht durch. Dann ab hier 5-mal Plastik. Dich mache ich jetzt gleich aus. So, wir brauchten dann aber auch noch 5 Kupfer und 5 Kobalt, um die Elektrik herzustellen. So. So, auch das würde ich gerne wieder an einen separaten Verteilerkasten hängen. Also müssen wir uns wohl einen Verteilerkasten mal wieder bauen. Sechs Schrauben, dann Eisen, Kupfer, Kobalt.
6 Schrauben, Eisen, Kupfer, Kobalt. Dann 2 Kabel. So, die brauchen Sand und Lehm. Das ist schön. Du brauchst noch einen Namen. Du bist VK Mischer. So. Hat natürlich nichts zum Mischen. Sand und Lehm. Erstes verbrauchen. So, Lehm, Sand, mischen. Mischt natürlich nicht, weil das Ding keinen Strom hat. Jetzt anschalten. Mischen. 3 Minuten. Langsam mal in die Zementproduktion einsteigen. Können wir uns da auch eine Kiste spendieren? Platzierbares Lager, Kiste. Zementkiste. Dabei. Müssen da aber aufpassen mit dem Strom, gerade nachts. Denn der Kühlschrank muss auf jeden Fall laufen und der Ölsauger auch. Der Rest gegebenenfalls ausschalten. So, trinken. Ach, du willst auch was essen, Junge. Ist ja auch schon Abend. Mensch, dir geht's aber auch gar nicht gut, du. Ist gleich. Nimm einen davon. Kannst du noch einen Schluck trinken und dann geht es dir doch praktisch perfekt. Praktisch. So, was wir auch machen könnten, wir könnten die Bären schlachten. Wir haben jetzt ja einen Kühlschrank am Start. Das heißt, wir können die Leber tatsächlich weiterverarbeiten. Wie sieht es denn hier aus? Zwiebeln haben wir nämlich nicht, Kartoffeln hätten wir. Aber wir können zumindest Leber und Fleisch jetzt im Kühlschrank einlagern. Also geht's denen jetzt an den Kragen. Und das dazugehörige Fleisch und dann gleich nochmal Leber, Fleisch, Rest in die Gammelkiste. So, und ab sofort wird gemordet bis zum Gehtnichtmehr. Hände sind gewaschen. Ich kann hier meine Hände waschen, aber auffüllen kann ich nicht. Das erstaunt mich auch jedes Mal. Das war das. So, die Schmiede ist aus, ne? Ja. Wo waren wir bei? Ach, beim Zement. Ist da die erste Charge durch? Ja. Dann hier war nochmal Sand.
Knochen und so weiter kümmern wir uns gleich. Ach, Lehm habe ich jetzt vergessen. Eigentlich steht Lehm jetzt strategisch auch ungünstig hier, ne? Sand. Dich rausnehmen. Geht das inzwischen mit? Nee. Immer noch nicht. Muss man immer noch manuell machen. Mischen. Zement. Was brauchst du denn für so ein Bodenteil? 15 Zement. Okay. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall ordentlich. So, achso, ich hatte ja gesagt, ich wollte mal ein paar Knochen aufheben, ne? Tierische Kiste. Und ganz ehrlich, ich glaube, so viel Knochensplitter werde ich im Leben nicht brauchen. So. Packen wir das Stöckchen mal dahin. So, gegessen haben wir. Das läuft. Da haben wir nichts zu tun. Das heißt, es ist aber erst 10 Uhr, Palzi. Du kannst doch nicht um 10 ins Bett gehen. Dann gucken wir noch ein bisschen Fernsehen. Wie, wir haben kein Fernsehen. Let's Play können wir auch nicht gucken. Oh, wir haben Strom. Jetzt müssen wir nur noch einen Internetzugang hier irgendwie haben. Können wir kein WLAN haben irgendwo hier? Gibt es hier keinen Masten auf der Insel, der uns mit Internet versorgt? Mensch, das ist aber auch ein Skandal. Da war noch irgendwas. Ach so, Stöckchen. Stöckchen brauchen wir aber an sich nicht. Besucher heißen wir aber willkommen. War das da irgendwo ein Frosch? Ja. Ich sehe hier gar nichts. Ja, ich könnte Licht anmachen, aber ich kann mir das auch sparen. So, wir müssen Strom natürlich jetzt noch ausschalten. Da hinten ist noch ein Frosch, den holen wir uns. Wir brauchen Biotreibstoff. Da ist schon wieder einer. Wo ist er denn da? So, rechts, jetzt reicht es aber auch mit dem Froschschlachten hier. So, kurz dann noch den Strom angucken. Ja, das sind die Verluste jetzt zu. Kühlschrank muss laufen. Mischer würde ich gerne laufen lassen. Steinmühle würde ich auch gerne laufen lassen. Mischer können wir mit Sicherheit noch einmal anwerfen. Was haben wir hier noch? Eisenerz, okay. Und natürlich mischen. Zement hier rein. Eisenerz. Eisenerz plus Bleierz ergibt eine Stahllegierung. So. Wie spät haben wir jetzt draußen? 11 Uhr. Dann ab. Jetzt noch ein.
eine Dose reindrücken, dann sollte doch das hier alles schon picobello sein. Ach so, einen Schluck trinken könnte man natürlich noch. Speicherter Strom wird jetzt schon hoch, müsste aber gleich mehr werden. Ich schalte jetzt die Steinmühle schon zu. Sollte hinhauen. Vorne hier kontrollieren. Raus. Was produziert? Ah, hier ist leer. Das heißt, da müssen wir Biotreibstoff nachpacken. Brauchst du die Steine bald hier? Aktuell eigentlich nicht, aber weiß der Geier. Da laufe ich jetzt nicht erst rein. Ein Stein haben wir und Ölkännchen. Ziehen. Zwei Teile eigentlich schon verbessern. Wollen wir es uns ansehen? Ach komm, machen wir es einfach. Wo fangen wir an? Vorne? Oder fangen wir hier an? Ich fange mal hier vorne an. Drüber nachdenken, einen zweiten Mischer ranzuholen, aber dazu müssen wir die Stromversorgung definitiv stabilisieren. Ausschalten. Denn Steine haben wir ja eh nicht so viele. Andererseits müsste die Sonne auch gleich durchkommen. Und dann ist die Frage, macht man dann schon wieder die Minenrunde? Ich denke ja. Denn hier haben wir nichts zu tun. Es ist 7 Uhr in der Früh. Mit ein bisschen Glück, wenn wir zurückkommen, könnten wir die erste Ernte einfahren. Aber das, liebe Leute, ist dann vermutlich erst in der nächsten Folge, sind wir doch ein bisschen vorangeschritten jetzt hier. Wo ist der Mischer? 59 Sekunden, den füllen wir auf jeden Fall noch einmal. Oh, wir haben, achso, das war, hat weniger Zementverbrauch, weil wir eine Ecke mitgemacht haben. Verstehe. Dann kannst du da rein. Sand brauchen wir auch. Ja, drei Sandkisten machen wir aber erstmal. 30 Sekunden. Was braucht man so ein Eckteil? 12, ne? Ja. Wenn wir drei übrig haben, logisch. So, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. Und weiter geht's. Liebe Leute, das war's aber auch für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so sein sollte, auch wenn dem nicht so sein sollte, würde ich mich wie immer über ein Like und gegebenenfalls auch ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Palzi.